Hallöpide und willkommen zurück bei Diablo 4, der Open Beta. Es ist 3.40 Uhr, what? Und wir machen nochmal weiter, denn die Zeit drängt und morgen startet ja das letzte Mal, also heute startet das letzte Mal der große Boss. Ich hoffe, wir schaffen ihn. Es kann auch sein, dass die nächste Aufnahme ist. Oh, es ist 11 Uhr, nein, ich habe verschlafen. Keine Ahnung. Ich kann nichts versprechen. Wir machen noch eine Aufnahme. Wir werden auf jeden Fall... Also mein Ziel wäre es, dass wir Level 20 erreichen in diesem Video. Und dann morgen das auf jeden Fall probieren. Vielleicht klappt es dann nicht. Dann ist es halt so. Worst case ist es so. Wäre ein bisschen schade, wenn wir den nicht sehen würden. Aber dann gibt es den eben erst im fertigen Spiel. Ja. Seltsamer Bettler. Hi. Ihm eine Münze spenden. Keep it. I'm not after your money. Just your ear. I can feel it. A great calamity is about to unfold in the northern reaches. The door is in danger. I don't understand. It was sealed for a reason. And now the pig-headed beasts are trying to force it open. Heed my warning and stop them. It must remain sealed. Okay, übrigens echt ein geiler Soundtrack, ne? Die versiegelte Tür. Woher weißt du von den, oder woher wisst ihr von den Geschehnissen rund um diese verschlossene Tür? Perhaps a better question is, why are you the only one to take it seriously? I once... That was long ago, I suppose. Ah, ich mag diese... diese ganze Stimmung hier. Wo denn? Wo denn? Hallo? Da. Oh Gott. Jesus. Ja, okay. Gehen wir hin. Klar. Let's go. Let's go. Ich weiß, wir haben noch eine Aufgabe unten. Wir müssen noch, uns unten treffen und die Schatzkammer der Horadrim suchen. Das machen wir aber dann wann anders. Oder beziehungsweise in der nächsten Aufnahme oder so. Wir gucken mal. Erstmal Nebenaufgabe. Und ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja. Ich muss noch mal gucken. Ich werde noch mal im Nachgang, entweder heute oder vielleicht im Nachgang an die Beta, mir noch mal die Gameplay-Videos angucken. Ob es da wirklich... Oder ob es schon Videos gab von anderen Klimazonen, würde mich interessieren. I need more time. I don't have enough energy. A fine harvest for my master. I don't have enough energy. Sehr schön. Stufe, was war das? 19. Ja, die ganze Stimmung ist so als wäre die Welt kurz vorm Abgrund. Ich hab's ja schon mal gesagt. Grandios. Neuer Fähigkeitspunkt. Schattenklon. Oha. Pfeilhagel. Ja, ist schon alles cool, ne? Auf lange Sicht wäre es wahrscheinlich richtig, auf die linke Maustaste diesen Multi-Pfeil zu legen. Statt auf 1, dass wir den normalen Pfeil gar nicht mehr haben.
Aber wenn wir schon den Herzsucher aktiv lassen, sollten wir den auch gut machen. Ich wollte eigentlich nochmal, das machen wir aber nochmal schnell, ja? Ich wollte aber ganz schnell die Kapuze wegmocken, dass wir nochmal... Dass wir nochmal die, unsere Haare sehen können, unser Gesicht. Finde ich auch ganz cool. Dass wir jetzt nicht nur die ganze Zeit vermummt rumlaufen. Dafür habe ich Zeit, ne? Mäh. Wir müssen unbedingt noch Level 20 werden, aber Zeit, mich umzumocken. Ja, ja. Kennt man ja. Schon schick aus, ja. Der schönste tatsächlich. Ja, guck mal. Ist direkt ein bisschen cooler, oder? Na, sagt schon. Ja, Kapuze ist cool. Hier, Tuch vom Mund. Könnte man beim Aufnehmen natürlich nicht machen. Nein, mein Portal. Ja, ja, ich gehe ja schon. Könnte man beim Aufnehmen natürlich nicht machen, aber dann doch so, ich find's, weiß ich nicht. Dieses Zöpfchen, aber das merkwürdig wenige Wind weht, ist auch ganz cool. So, und jetzt geht's los. Jetzt wollen wir hier, auf geht's Richtung Tor. Wir wollen die Versiegelung aufrechterhalten und, ach du Scheiße. Hi! Aua! I need more time. Da ist eine neue Nebenaufgabe. Besessene Besitztümer. Sucht die gefährliche Frau und den Ritter, den sie ermordete, in Menestad auf. Sucht die gefährliche Frau und den Ritter, den sie ermordete. Was? Ja, aber erst jetzt die Nebenaufgabe. Eins nach dem anderen, ja? Eins nach dem anderen. Wie cool, so richtig mit Nebenaufgaben und so. Neues Gebiet, neues Glück. I need more time. G. It's locked. Ach so, flüsternder Schlüssel. Dunkelklinge. Stufe 20. Seltenes Schwert, das sieht cool aus. Und das haben wir hier. Weggeworfene Notiz. Eine zusammengeknüllte Notiz auf dem Boden. Ein Hort der Wärme in winterlicher Region. Was? In winterlichem Reigen. Die Natur wird den Geduldigen Gnade zeigen. Geheimnis der Quelle.
I need more time. Oh, wie cool, der Pfeil abspringt. Habt ihr das gesehen? Ja, ich glaube... Wie cool. Habt ihr gesehen, wie so... der Pfeil jetzt mehrere Ziele trifft? Verlassener Steinbruch. Ja, Dungeons würde ich... Time. I don't have enough energy. What's this? Später machen. Was? Versiegelte Exorzistentruhe. Eine magisch versiegelte Kiste. Eine Gravur lautet: Nehmt die Seelen der ruhelosen Toten und gebt ihm im Gegenzug Frieden. Kann nicht verwendet werden. Sammelt Geister-Anima. Nein, Shadowlands! Nein! Alles da oben. Lass das Dungeon erstmal beiseite. Das tiefe Weiß. Freut sich die Videogröße. Wie es den gleichen Gegner sogar mehrmals trifft. Nice. I need more time. No. Löst das Rätsel der Nachricht. Ein Hort der Wärme in winterlichem Reigen. Die Natur wird den Geduldigen Gnade zeigen. Geduldig. Geduldig. Ist mit Emotion gemeint? Hallo, danke. Chat öffnen, zoomen, zeigen, Entschuldigung, warten. Warten. Don't go any further. Das sind voll die geilen Rätsel. Emote-Rätsel. Gibt nichts Cooleres. Such die versiegelte Tür. Und Geister-Anima sammeln, was auch immer das heißen mag. I need time to do that. Ich weiß nicht, ob ich auf lange Sicht das nicht umlege. Mit Q, E und R. Mal ausprobieren. So ein bisschen WoW-Steuerung. Das wäre Fähigkeit 1, wäre dann auf Q, E, R. Das bleibt. Und Trank trinken wäre dann auf 1. Das geht, glaube ich, besser von der Hand.
time to do that. Das ist so geil. Mit diesen Perspektiven. Okay. Habe ich jetzt aber auch schon oft genug gesagt. This is it. This is it. Oh Gott, jetzt habe ich voll Tastensalat gehabt gerade. Jesus. Oh Gott, bin ich unfähig, neue Tastensteuerung zu lernen. I don't have enough energy. I'm out of energy. Fine. Oh doch. Oh doch. Das war die versiegelte Tür. Na gut. Warum nicht? Sammelt Geisteranima von den Untoten. Ereignis in der Nähe. I need more energy. Time to do that. So, was ist das Event hier? Tötet alle Gegner in Corvos. I need more time. I don't have enough energy. Gott, Tastensalat. I need more time. I'm not ready yet. Ich weiß nicht, ob ich hier runter will. I'm low on energy. Achso, hier, besiegt. Hier ist irgendwo ein Boss erschienen. Hier. Aua. Nice, danke. Oh. 157. Ah,
Auch cool, so ein geschwungenes Schwert. Schaden über Zeit, Schaden gegen entfernte Gegner, Schaden gegen Gegner in der Nähe. Bessere Handschuhe. Hä? Hey. Ach, das ist schlecht. Nee, das müssen wir aber behalten. Sorry. Da gibt's keinen Weg dran vorbei. Und den Bogen behalten wir auch. Okay, aber guck mal, es gibt ordentlich Erfahrung. Kenne ich denn irgendwie viel Anima ich noch? Ach Gott, da unten, okay. I don't have enough energy. Der tote Märtyrer. Ein sterbender Ritter hat eine letzte Bitte. Und die Aufgaben gefallen mir irgendwie. Wollen wir ein paar Geister sammeln? Dann gucken wir mal. I'm low on energy. War kein Anima, huh? Just saying. Also er hatte da noch welches, aber er sammelt es auch auf jeden Fall. Auf die linke Maus. Ah, ich weiß es halt nicht. Wegen den Fähigkeiten. Aber Erfahrung gibt es ganz gut, wenn man einfach so ein bisschen rumschnetzelt.
Aber eine Frage wäre, wenn wir die Fähigkeit... Moment. So. Und damit huschen wir. Schattenschritt. Oha. Oha. I need more time. I don't have enough energy. Oh, ja, Junge! Nice! I'm not ready yet. I need more time. Ah, ich liebe es, wenn der Pfeil den gleichen Gegner nochmal trifft. Das sieht so cool aus. Hab wieder erschrocken. Eieiei. Aua. I need more time. Boah, ist das krass. Ich bin begeistert. Das scheppert so richtig mit dem Buff drauf. I don't have enough energy. I need more time. Ja. Ist okay.
I'm not ready yet. Und was hast du die ganze Zeit gemacht? Ja, ich hab Geisteranima gesammelt. Hast du WoW gespielt? Nee, Diablo 4. I'm not ready yet. Ich brauche doch nur noch ein bisschen Anima, damit meine Kiste aufgeht. Wir sind bei Stufe 20. I'm not ready yet. Aber die droppen nix. I need more time. I'm low on energy. Ach schön, hier. So nicht Gasierbecken. I need more time. Joa. Sind sehr geizig aktuell, ne? Dumpidum. Stufe 20! Oh mein Gott. Aufwertung von Schmuck freigeschaltet. Aufwertung von Edelstein freigeschaltet. Aufwertung freigeschaltet, geringer Heiltrank. Erreicht Stufe 25. Jetzt habe ich doch gar... 1.1.70. Moment mal, das ist doch buggy hier. Erster, 1.1.70? Was? Okay, ja, ja. Klar, alles richtig so. Jo, wir müssen trotzdem noch ein paar Geister sammeln und dann würde ich ganz gerne den Zaubertrank aufwerten. Also den Heiltrank. Würde ich sogar die Steuerung nochmal umändern. Ich habe keine Ahnung, ob das clever ist.
Ich sag einfach mal ja. Es gibt keine Gegner mehr hier. Wir haben alle getötet. Guck mal. Das war's. Wir haben die Hölle geleert. Hallo? Tatsache. Ach, guck mal hier. Schreie der Unschuld. I'm not ready yet. Was war das jetzt? Na gut, nehmen wir mal hier die Aufgabe an. Sir Cromwell. Achso, Event! Event! Event. Ereignis in der Nähe. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I'm not ready yet. I need more time. Yay! Sogar alleine, ja. So, jetzt aber zu dem armen Monsieur hier, zu dem armen Ritter. I need more time. Oder wir machen das doch anders. Ich habe halt keine Ahnung wegen der Steuerung. Greetings. Hello. Hello.
Ja, ich würde dir gerne Emotes zeigen, aber ich habe meine Interaktion. Ich habe die Taste verloren. Nein. Hallo. Greetings. So, okay. ja. Das sieht schlecht aus. Listen carefully. I haven't much time. One of our men, Lord Evitus, was felled in the ancient city beneath the mountain. We carried his body to the ossuary, but he arose thirsting for blood. Only I escaped. Please, you must slay him. Oha. Der tote Märtyrer. Betretet das geheiligte Beinhaus. Sehr gerne, aber ich würde vorher gerne das Gefäß noch voll machen. Bevor wir jetzt hier weggehen. Also. Huschen. Pushen. Angriff. Buffen. Drop doch was. Also ich komme dauernd auf N statt auf M, Mann. Was soll denn das? Das tiefe Weiß. Fuck. Jetzt habe ich zu viel mit der Steuerung rumgespielt. Jetzt bekommt mein Hirn das gar nicht mehr sortiert. I need noch a little bit of ghost anima. Komm, das ist ein Kügelchen, oder? It is done. Okay. Was ist da jetzt drin? Entsiegelte Exorzistentruhe. Das Siegel ist verschwunden. Ah. Naja. Habe ich mir cooler vorgestellt. Nächste Aufgabe. Der tote Märtyrer. Betretet das geheiligte Beinhaus. I need more time.
Hier waren wir auch noch nicht drin. Gasthaus von Velkova. Ciao. Wie die geguckt haben. Du gehst da jetzt nicht einfach rein. Bup, weg waren wir. Aktiviert alle Wegpunkte, ja, ja. Läutert den Keller. I'm not ready yet. I need more time. I need time to do that. Also wir müssen auf jeden Fall die Fähigkeit 4 umlegen. Da komme ich gar nicht dran. Okay. Aber das haben wir geschafft. Immerhin. Also semi-optimal. I'm not ready yet. Ja, ich muss mich wieder umgewöhnen. Jetzt habe ich mich schon auf die andere Steuerung eingestellt. Also die Dolche eher so als Durchhuschwaffe zu nehmen. Macht schon mehr Sinn. Tundra von Oliam. Sieht auch sehr trostlos aus hier. I need more time. Ja, ich hab noch nicht so richtig raus mit den Fähigkeiten, mit den Tasten und ah, ist noch ein wildes Durcheinander, ey. Hallo, anderer Spieler. How's it going? What's this? Kette des Kriegers. Weiß ich nicht, was ist denn das?
Bringt die Kette des Kriegers zur Zuflucht des Bärenstammes. Ich habe die Kette eines Kriegers gefunden, nachdem ich einen Hinterhalt der Khazra niedergeschlagen habe. Ich sollte sie zur Zuflucht des Bärenstammes bringen und ihnen erzählen, was passiert ist. Zuflucht des Bärenstammes, was ist denn das? Serak-Entrückung. Zuflucht des Bärenstammes. Ach Gott. Wie viele Siedlungen gibt es denn? Wow. Hammer des Champions. Bergt eine legendäre Waffe aus der Rauhnarbenhöhle. Vaedra. Do not feed that foolish dog. She was meant to be a hunter. Oh, ist aber süß. Hallo Sena. Ich habe das hier beim Hinterhalt der Khazra gefunden. An ambush? Damn these beasts! This was Namran's chain. Thank you for returning it. Gern geschehen. Kann ich mit eurem Anführer sprechen? You want an audience with our chieftain? Earn it. Slay our enemies. Hunt the Khazra of the Ice Clan who stalk this mountain. Break their bodies and bring their shattered bones back as tribute. Then, maybe the chieftain will acknowledge you. Ach so, ist das so ein bisschen wie in dem einen Lager in Gothic 3. Bei dem man nicht weiß, wer der Anführer ist. Warum ist der Bärenstamm in dieses Land gekommen? Our chieftain heard the call of the ancients, and so we answered. Our destiny awaits us beneath the mountain, and no man or beast will stand in our way. Oha. Sprungsünde. Live well, my friend. Schmied. Hallo. Here you are. A worthy exchange. Na, ich weiß ja nicht. Skins of leather and steel. Gently used. Good price. Oha, es kann gesockelt werden. Dunkelklingen. Ah, wir sind ja Stufe 20. Können wir jetzt benutzen. That can't be salvaged. Was ist denn daran so besonders an diesen Messern? Verstehe ich irgendwie nicht. Mutters Messer. In Venats Blut. Und das sind Quest-Belohnungen. Ich verstehe. Dunkelklinge. Auch wenn die Herkunft dieser verfluchten Klinge im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten ist, steht außer Frage, dass das Tragen ihrer dunklen Macht einen ewig währenden Schatten auf der Seele hinterlässt. Barretts Buch der Instrumentarien. Das brennt. Wow. Plus 4% Schaden. Ich habe jetzt einfach mal den rohen Amethysten draufgeknallt. Okay, also es ist wirklich ein Lager von einem Stamm, der hier in den Bergen lebt. Der Bärenstamm. Hallo Sadre. Too much sitting inside. I think I'm getting fat. Kenn ich. Less talking, more hitting.
So ist es hier, immer nur rumflirten. Wow. Greganosch, Krieger des Bärenstamms. Wie überlebt der Stamm? Our purpose remains clear, but our spirits are low. Nee, wie geht's, Maldok, oder? The chieftain's champion, was recently slain. Now the Khazra are in possession of his weapon, the fabled Grizzly's Maul. It is difficult to ask this of an outsider. Please, reclaim the hammer from those foul beasts. Leaving it in their hands is an affront to our fallen champion. He was last seen being dragged into a cavern in Malnok. Klar, mach ich. Erzähl mir etwas über Malnok. Malnok was a settlement before the Khazra sorcerers emerged from the mountain. Now, goatmen congregate there in large numbers. I've seen firsthand the foul magics they practice. You will need to shatter the Khazra before you can seek the Grizzly's Maul. Many have tried, but none have yet succeeded. Können wir darüber reden, dass unser Schwert einfach blass brennt? Das sieht so cool aus. Erzählt mir von den Hammer. The Grizzly's Maul is from a time when we lived on Mount Ariat. A time when the children of Bolkathos carried it into battle against the demons that lay siege to the land. Our ancestors always reclaimed it whenever the wielder fell, just as we do now. Baltok, though wounded, refused to let the Grizzly's Maul leave his hands as he was dragged away. Na, jetzt ist fort. Erzählt mir von den Trophäen hinter euch. We display these trophies to honor the ancients and guide their wisdom to us. The skulls remind me that death is always close at hand, theirs or your own. There is one skull I'm saving a place for, that of a goatman we've named Caller the Collector. It hunts north of here, openly feasting on our fallen. Caller has challenged us. Were you to bring me its damned ugly head, you would gain great favor with the tribe. Leave it to me. Klar, erzählt mir über Kauler. The beast stands atop a mound of gore. Our chieftain has forbidden any further attempts from our warriors to claim the kill. Okay, klingt alles spannend und machbar, oder? Oder, Hestia? You were right about the food in Yelesna. They can burn a man at the stake, but they can't season a goat. Aber schick, ne? Die haben hier halt ihre Zelte. Ach so, okay. Das ist der Häuptling, aber der redet nicht mit uns. Geile Axt. Die Gruppe muss Folgendes erobern, Malnok. Okay. Ja. Wir sind bei einer Stunde. Dann lass uns das so machen. Wir haben Stufe 20 erreicht. Ich weiß nicht, ob wir damit den Weltboss schon machen können. Ich habe keine Ahnung. Da stand auf jeden Fall heute fett Stufe 25. Wir können es theoretisch ja auf jeden Fall probieren. Seelenleiden. Es kommen auch immer neue Aufgaben dazu. Das ist richtig geil. Dark days upon us. You need a proper weapon. Delight you're here. My boy, I think he's possessed. Worry not, Peter. The cathedral will not abandon you.
Hm. Schwester Octavia. Was ist hier los? Ah, good. You look capable. I could use an extra set of hands exorcising the demon that has seized this man's son. Meet me in the cellar there. And prepare yourself. You're about to witness a miracle. Ja, das machen wir noch, oder? Exorzismus beiwohnen, Leute. Perfekter Abschluss für ein Video. Der Statuseffekt anketten. Oh, it's colder down here than out there. A sure sign of demonic presence. Aha. Was genau muss ich machen? Take my chalice and place it in front of the boy. I need to read through my prayer book for the right passages. Heiliger Kelch. Ein kunstvoller Kelch aus Edelmetall mit dem Zeichen der Kathedrale des Lichts. Die Innenseite der Schale ist mit einer seltsamen Patina überzogen. Sister, I know the cathedral's normal method is to burn the person possessed. Some of the clergy can be eager in their reading of the scriptures. That won't happen here. Oh, praise be. Ja, fangt mal an hier mit dem Exorzismus. Father Inarius, as I shed my wicked blood, let it be purified in thy light. Let the light fill the darkness. Pathetic. This child belongs to me. Angels above! My son! Let the light push out the darkness hiding within this child. Father, force this demon out! Your mewling has no power here. Never. I will never let go. His soul is mine. Father, protect this child with your grace. I command you to flee this body. No. No. I will shatter your bones. It is done. What? My boy, can you hear me? Nice. Das war einfach. Please say something. Ja, das gilt. Father? Where am I? My boy! Oh, Vater! You're all right. Thank you, sister. You're welcome. I'm sure I will see you at the next service, yes, Peter? Right in the front pew? Of course, sister, of course! Let us give them a moment. Speak to me outside. Was mit mir? Ich hab den Dämon besiegt, ja? Die hat nur was vorgelesen, Mann. Und ein bisschen Blut geopfert. Ja, das ist schon geil. Ich bin begeistert. Das ist ein bisschen viel für eine Beta. Das war interessant. You did well. You're more suited to this work than you think. There are many more people in Kyovoshad who are in need of me. If you have the time, I would welcome your assistance. Mhm. Coole Aufgabe. Bit of magic in that one. Schneidestreit. Ich will einen legendären haben, Mensch. Eine sehr gierige Droprate.
Gut. That's good salvage. Dann können wir den Trank noch verbessern, nicht vergessen. Halt 80 Leben. Zermahlene Tierknochen. Oh. Boah, der Soundtrack hier ist so geil. Okay, also, knapp Level 21. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Aber Wahnsinn, wie viel Inhalt in der Beta steckt. Ich meine, ich spiele jetzt auch nicht so schnell. Man kann natürlich schneller leveln, man kann die Questtexte wegdrücken, ist klar. Aber vom Umfang her, wow. Die verstecken auf jeden Fall nicht, was in dem Spiel steckt. Oh, es brennt einfach, es ist so nice. Gut, gut, gut. Jetzt haben wir hier mehrere Aufgaben. Und würden auch hier weitermachen. Ich meine, der Boss war irgendwo hier. Gut, aber das muss es jetzt erstmal gewesen sein. Es ist gleich 5 Uhr nachts und länger kann ich auch nicht machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war, ja, Erkunden. Wir haben jetzt hier relativ nordöstlich noch ein bisschen was entdeckt. Und so langsam, ich meine, hier fehlt noch eine ganze Ecke hier unten. Hier fehlt noch was, hier fehlt... Ich habe keine Ahnung, es ist einfach riesig. Und was noch alles kommt, wow. Ich bin sprachlos. Ich habe keine Ahnung. Wow. Also, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Zuflucht des Bärenstamms. Wir wollen hier ein paar Aufgaben erledigen. Und hier ist letztlich auch noch die Hauptaufgabe. Vorher machen wir aber die noch. Also wir machen jetzt hier die Nebenaufgaben, dann beim nächsten Mal arbeiten wir es hier so ein bisschen durch. Danach gehen wir erstmal hier hin. Denkt dran, wir wollen noch gemeinsam mit Nirel ihre Mutter beerdigen und die Schatzkammer der Horadrim finden. Und hauptstorytechnisch müssten wir ja mit Oberin Prava in Cor Valar reden, um den Segen zu erhalten und damit die Möglichkeit, Lilith aufzuhalten. So in etwa. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Erstmal Nebenaufgaben, dann unten die Hauptaufgabe als Nachgang von dem Kampf gegen Liliths Wissensdienerin und danach dann das Erbeten des Segens der Kirche des Lichts. Aber ne, denkt dran, möglicherweise nächstes Video versuchen wir mal den Boss zu machen. Wenn ich morgen früh dran denke und das schaffe um 9 Uhr, würden wir mal versuchen den zu machen, auch wenn da 25 steht. Wir sind jetzt knapp 21, keine Ahnung, ob wir das hinbekommen. Gut, auf jeden Fall geht's weiter mit der Beta. Wir spielen auf jeden Fall durch. Also den Story-Bereich würde ich gerne durchspielen. Und das ist ja aktuell mehr oder weniger das hier. Ich denke mal, das ist so die Abschlussaufgabe. Und hier geht's dann noch weiter mit der Folgestory. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Diablo 4. Ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Ciao.